Mögen die herzlosen Spiele beginnen! Willkommen am heutigen Tag, an dem ich herzlos eure Welt in dunkles Elend stürzen werde, dank der schlechten Energie unserer Wettstreiter! Ja, das denkt er. Aber unsere Liebe für Teilegern und Dibble wird uns davon abhalten, schlechte Energie zu verbreiten. Ein Kinderspiel, wir schaffen das. Und eine Sache noch. Um sicherzugehen, dass die Bärchis wütend werden, setze ich noch einen drauf. Denn das Verliererteam muss in dieses Portal ins Nichts und Nirgendwo. Für immer. Hey, das war nicht Teil der Abmachung. Dann ist es eben jetzt Teil der Abmachung. Ihr schafft das, Freunde. Wir glauben an euch. Es gibt 5 Spiele, von denen ihr 3 gewinnen müsst, um das Turnier als Sieger zu verlassen. Beastly, präsentiere Ihnen das erste böse Spiel. Gerne doch. Dieses Spiel ist knüppelhart. Es ist unmöglich, gnadenlos. Eine Folter. Und dieses Spiel heißt... Eine Zauberkugel auf einem Löffel balancieren und die Ziellinie überqueren. Das ist doch kein böses Spiel. Dieses Spiel hast du ausgesucht. Das ist nicht böse. Naja, irgendwie schon, denn wenn die Zauberkugel fällt und zerbricht, dann wird dem Team etwas Böses widerfahren. Etwas Böses widerfahren? Ha, wundervoll. Dann tut dir der Stromschlag von eben leid. Nein. Ich mach dich fertig, Hurra-Bärchi. Ignorier sie einfach und denk positiv, ja? Und los! Also, das macht wirklich Spaß. Wehe, du gewinnst hier nicht, Robbie. Dann kriegst du kein Geburtstagsgeschenk. Ich krieg doch nie ein Geschenk von dir. Meinetwegen, dann schenke ich dir halt was und nimm's dir wieder weg. Ich muss sie aufhalten. Hurra-Bärchi, du hast eine Spinne auf dem Rücken. Was? Wirklich? Wo denn? Und gewonnen! Ja, genau so, Robbie! Das war eine miese Nummer, Robbie! Allerdings richtig mies! Oh, es funktioniert! So eine schlechte Energie wie bei diesem Wettkampf habe ich noch nie empfunden! Ich werde im Handumdrehen wieder bei voller Kraft sein! So viel zum Thema Positivität. Wollt ihr herzlos vielleicht noch wegen seiner buschigen Augenbrauen aufziehen? Okay, beim nächsten Spiel müssen wir die Ruhe bewahren und cool bleiben, klar?